Und jetzt muss ich dem helfen, weil ich bin ja Quantenphysiker und muss irgendwie so ein komisches Portal reparieren. Muss jetzt Dinge finden. Ich weiß schon nicht mehr, was ich finden muss. Ich weiß auch gar nicht mehr, was hier Benzinpulver. Da steht. Ja. Ich hab Durst. Werkzeugkasten, den mir Trude geliehen hat. Interphasenspulenschlüssel, Quantenflussregulator, ODN-Koppler, Schere. Okay. Ich kann hier nichts mitnehmen. Da ist auch nichts mehr. Ich gehe mal runter. Runter. Unten ist die Trude. Die Trude, das ist eine ganz nette. Ich weiß nicht, egal. Die Trude ist eine ganz nette, die hat die Angel. Kann ich dir die Angel geben? Ich wollte Ihnen die Angel zurückbringen. Super! Hat einer angebissen? Kann man so sagen. Sozusagen. Hier im See ist einiges los, das sage ich Ihnen, Professor. Dosenöffner. Erst gestern habe ich so einen großen roten Hering gefangen. So, ich suche eben Ihr Pfand. Ah, so, bitte sehr. Hier ist Ihre Pfeife. Pfeife? Na, Ihre Pfeife. Das ist nicht meine Pfeife. Nicht Ihre Pfeife? Na sicher ist es Ihre Pfeife, Sie Pfeife. Wenn das meine Pfeife wäre, wüsste ich davon. Ich hatte Ihnen was ganz anderes als Pfand dagelassen. Aha, Was soll das gewesen sein? Ein Travers-Scheck über 100 Mal. Ein Picasso. Meine Socken. Zwei Paar getragene und drei Paar frische Socken. Sie Schlingel. Wie gesagt, hier ist Ihre Pfeife, Herr Tenhauser. Danke. So eine Pfeife. Ich dachte jetzt eine richtige. Trude? Na, Professorchen, haben Sie sich die Gegend ein bisschen angeschaut? Das kann man wohl sagen. Schon. Sie können die Polizei abbestellen. Was ist passiert? Ich habe meine Aufzeichnungen zurück. Aber der Kommissar ist bereits auf dem Weg. Na, dann sagen Sie ihm ab, sobald er hier ist. Wie Sie meinen. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Sagt Ihnen der Name Lazarus Taft etwas? Taft? Ja. Ja, ja, allerdings. Doppelkopfspieler. Hat meine Gäste ausgenommen wie Weihnachtsgänse, wenn Sie mich fragen. Übler Typ. Lassen Sie sich bloß nicht mit dem ein. Oh, da sagen Sie was. Ach, schon gut. So, auf Wiedersehen. Ich muss mich nicht weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. Schaukelpferd im Fernsehen. Die Tür ist wahrscheinlich immer noch zu. Versuche es sich wert. Verschlossen. Da will ich aber noch rein. Hi, Leni. Was gibt's Neues? Heute ist der große Jubiläumsmarathon von Twilight Area. 12 Stunden am Stück. Draußen ist das große Dorffest. Hast du nicht mal Lust auf die echte Welt da draußen? Die echte Welt ist da drin. Siehst du sie nicht?
Vom vielen Fernsehen bekommst du noch ganz viereckige Augen. Ja, ja, böse. Ich überleg's mir. Jetzt muss ich aber erstmal weiter gucken. Voll cool. Was ist das? Was hat er gemacht? Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Nein! Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Dazu hatte... Oh nein, nicht den Eintrag nochmal. Alles gut. Hab ich das eingesammelt? I, ich drücke I. Ja, ich hab Suppe. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Aha. Aber die Kleine wird für immer traumatisiert, wenn ich ihren einzigen Freund auseinanderbaue. Das bringe ich nicht übers Herz. Okay, wir müssen erstmal einen Freund finden. Das Kind muss an die frische Luft. Dass die Kinder auch heutzutage immer so viel ferngucken. Die Tür gerade mit dem Finger geöffnet. Oh, das Straßenfest ist im vollen Gange. Die Antenne ist wahrscheinlich auch gut. Es ist das Fenster. Sie sind gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Aber auch nur fast. Die Antenne ermöglicht den Fern... Ist denn jetzt der Fernsehempfang noch vorhanden? Ja. Ich weiß nicht. Ich muss ja diesen Quantendiskriminator bauen und brauche dafür verschiedene Teile. Und hier in Trüberburg ist jetzt das Straßenfest. Und jetzt sind die weg. Die Vögelis. Wo kann ich denn... Ich schaue mich erstmal da oben um. Hier ist jetzt nichts Neues. Ist wahrscheinlich immer noch abgeschlossen. Mit dem Ding fahren. Will er natürlich nicht mehr. Man muss eine Münze ein. Und Münzen habe ich mal wieder keine. Dann schauen wir uns doch mal hier die Stände an. Was ist denn das alles? Was gibt's da? Tombola. Herr Tenhauser? Treten Sie näher. Hallo. Woher kennen Sie denn meinen Namen? Ja, ist ein kleiner Ort. Penelope Hades. Meine Schwester und mir gehört der Bootsverleih vorne am See. Ah. Was kostet ein Los? Ein Los, 50 Pfennig. Boah, leider sind schon alle Lose verkauft. Schade. Tut mir leid. Okay. Ich muss weiter. Ich weiß ja, was es hier zu gewinnen gibt. Kann ich mit der reden? Nö. Will ich ein bisschen Zuckerwatte machen? Guck mal mit. Ach nee. Wenn ich eins nicht leiden kann... Dann ist es Zuckerwatte. Oh nein, was ist das denn für ein Typ? Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Und? Was ist hier mit den... Mit dem Musiker da? Geht gleich los, Kumpel. Oh ja, ich freue mich sehr. Der alte... Wie hieß er nochmal? Herr Sülz? Mein Herr? Herr Tannhauser, schön, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Schön, Sie zu sehen. Wie geht es Klaus? Wie geht's Klaus? Er ruht sich aus, mein treuer Klaus. Klaus ist eigentlich ein Fuchs, aber der alte Mann denkt, das ist ein Kater. Genießen Sie das Fest? Ja, sehen Sie nur, all die Lichter, die wundervolle Musik. Das ist mein Trüberbrook, so wie ich es am liebsten habe. Haben Sie schon mal den Namen Lazarus Taft gehört? Taft? Ja, ein echter Tunichtgut. Ich habe ja nichts gegen Fremde. Schon gar nicht, wenn sie als Touristen herkommen. Aber dieser Taft,
war mir von Anfang an suspekt. Wenn Sie mich fragen, lassen Sie sich bloß nicht mit ihm ein. Hm. Oh, da sagen Sie was. Es war mir eine... Bis bald. Nicht hilfreich hier. Gibt's... Ist das gebrannte Mandeln? Einmal gebrannte Mandeln, bitte. Einmal gebrannte Mandeln kommt sofort. Bitte sehr, der Herr. Die gibt's umsonst? Wie bin ich denn hier gelandet? Gebrannte Mandeln. 10 Pfennig. Oh, ich hab's umsonst bekommen. Tja. Sie was Orgehauen. Und hier gibt's einen Pokal. Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei. Den will ich. Kommen Sie ran, kommen Sie ran! Wollen Sie Ihre Muckis testen? Welche Muckis? Welche Muckis? Immerhin 3. Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden Ihnen vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Sehr richtig. Kann ich das manipulieren? Und wer bist du? Sir Hinkebein. Er trägt einen Violinenhals als Holzbein. Ja, ist doch praktisch. Ahoi! Schön hier, oder? Ja, sehr. Was macht ein Matrose hier draußen auf dem Land? Ich bin eigentlich kein großer Freund von Wasser. Bin einfach nur froh, meine Füße im Trockenen zu haben. Aber ist das nicht ein Matrosenanzug, den Sie da tragen? Ja, und? Also, Sie haben Angst vor Wasser? Ei, Thalassophobie. Alles fing an, als ich noch ein Junge war. Damals zu Hause an einem schönen Sommertag. Ich war gerade planschen im See, als mein Onkel Ulf plötzlich mit dem Hintern voran zu einem ungestümen Sprung ansetzte. Sein gigantisches Gesäß stürzte wie ein Meteor auf mich herab. Der Anblick verfolgt mich bis heute. Damals bin ich fast ertrunken. Heute bin ich mir sicher, das muss der Moment gewesen sein, in dem ich diese schreckliche Angst vor Gewässern entwickelt habe. Wenn Sie die Frage gestatten, wieso sind Sie überhaupt zur See gefahren, wenn Sie so große Angst vor Wasser haben? Das habe ich mich auch oft gefragt. Meine Mutter hat darauf bestanden, mich meinen Ängsten zu stellen. Also bin ich Seemann geworden. Das ist verwirrend. Das ist frag mich mal. Logisch. Was ist mit Ihrem Bein passiert? Tja, das war bei meinem zweiten Job als Klavierspediteur. Ich möchte nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber... Dank der Barmherzigkeit eines reumütigen Instrumentenherstellers konnte ich mir dieses hübsche neue Bein hier leisten. Und aus meiner frühzeitig abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherung beziehe ich eine ansehnliche Invalidenrente, die mich über die Runden bringt. Weit, weit weg von der rauen See. Das ist eine schöne Geschichte. Oder ist es eine traurige Geschichte? Ich bin mir nicht sicher. Das macht auch ich muss da mal wieder. Mir auch nicht Was? Geholfen. Hm... Hier ist ja auch Hummel noch, oder? Nee, hier ist alles ruhig. Aber der Laden hat drauf. Das ist... Oh, was ist das? Ein Ticket für die Tombola. Ah, heute ja. ist wohl mein Glückstag. Und es ist bestimmt der Hauptgewinner. Guck mal, ein Kleber. Was ist das? Sieh sonst noch was? Husch mal schnell hier rüber. Ne, doch da. Ich wüsste nicht, wohin. Okay. Aber die Option ist neu. Dann gucken wir mal hier in den Shop, ne? Kann man gar nicht. Hansen-Eiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Hansen-Eiscreme. Gab es die wirklich? 1967. Tretbootverleih. Eine Stunde, eine Mark. Boot ist weg, ne? Ist hier was passiert? Nein. Gut, dann zurück in die Stadt. Oh, treten Sie näher! Was
interessiert. Jedes Los ein Gewinn, garantiert keine Nieten. Als Hauptpreis winkt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Hier mein Los. Hier, ich habe ein Los gefunden. Na sowas, die Glückspilz. Schauen wir doch mal nach, was Sie gewonnen haben. Okay, halten Sie sich fest. Hier ist Ihr Preis. Eine Dose Katzenfutter. Zur Verfügung gestellt von der Trüberbrucker Werbegemeinschaft e.V. Hui. Na, schönen Dank. Viel Spaß damit. Yeah. Katzenfutter. Was mache ich mit Katzenfutter? Die dem geben? Nee. Nee. Schau ich noch mal in mein Zimmer. Kann es nur aufnehmen. Zu den Zimmern. So. Draußen feiern sie. Ich kann nicht mehr raus. Okay. Schade, ich dachte, ich könnte mir die Antenne darunter holen. Für meinen komischen Quantendiskriminator. Dann rufe ich nochmal die Vögel. Denen muss man ja irgendwas machen können. Gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Die Antenne an. Aber nur fast. Ist die jetzt woanders hinlocken? Wo kann ich sie jetzt hinlocken? Guck mal, da hängt ein Eimer. Rutscht er da runter? Nee, das hat nichts gebracht. Och Mann. Ist aber kein guter Start hier. Nehmen die den einmal jetzt mit vielleicht? Diese komische Fuchskatze hier wäre. Aha. Wer bist du denn? Schöner Abend für einen Spaziergang, nicht wahr? Unheimlich. Oh. Die Luft. Riechst du das? Fichten. Fichten, Tannen, Douglasien. Ich konnte Koniferen noch nie so gut auseinanderhalten. Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Tanne? Fast so wie mein Name. Nie drüber nachgedacht. Wie heißt du denn?
Tannhäuser. Tannhäuser würden wir hier sagen. Deutsche Wurzeln? Mein Opa. Okay, cool. Die Dinger da auf dem Boden. Wir sagen Tannenzapfen dazu. In Wirklichkeit sind es Fichtenzapfen. Wusstest du das? Wie meinen Sie das, in Wirklichkeit? Na, Tannenzapfen zerfallen am Baum. In ihre Einzelteile. Fichtenzapfen bleiben ganz. Sachen gibt's, denkt man gar nicht. Bist du aus der Gegend hier? Stimmt. Nein, nur zu Besuch. Nie drüber nach. Gewöhne mich langsam dran. Ich auch nicht. Ich komme wegen der schönen Aussicht. Okay. Zigarette? Danke. Hab aufgehört. Das Klima hier tut mir jedenfalls wahnsinnig gut. Ja, noch was machen Sie oben ganz allein? Raus. Genug von dem Trubel da unten? Ich reise einfach gern. Immer unterwegs. Wandern und so weiter. Ist ganz schön einschläfernd. Und jetzt legen Sie ein Päuschen ein? Ach, ich habe meine Wanderschuhe verloren. Einfach übers Geländer gefallen. Und weg waren sie. Wenn du mich fragst, hocken wir doch alle in demselben riesigen Hinterhof. Der ganze Wahnsinn. Die Suche nach einem Sinn. Irgendwas. Da fällt schon die Welt auseinander. Klingt ein bisschen nach Lebenskrise. Ach nein, so würde ich das nicht nennen. Den Durchblick, den habe ich. Durchblick. Genau. Das ist es. Kennen Sie die Leute hier? Die meisten. Ich komme eigentlich jedes Jahr hierher. Warum? Kennen Sie einen Mann namens Lazarus Taft? Kenne ich. Interessanter Mann. Ich habe einmal haushoch im Doppelkopf gegen ihn verloren. Woher er kommt und was er hier macht, ist für alle ein Rätsel. Angeblich hat er von den Doppelkopfmillionen das alte Herrenhaus draußen in den Wäldern gekauft. Er kommt selten hier in den Ort. Wenn man die Leute reden hört, ist das aber auch kein Wunder. Doppelkopfmillionen. Naja, lass sie reden. Meine Meinung. Ich habe Sie unten bei der Tombola gesehen. Ja, ich habe mein Glück versucht. Haben Sie was gewonnen? Leider nur eine Dose Schnupftabak. So ein Reinfall. Dabei habe ich dem ganzen Teufelszeug längst abgeschworen. Und du? Ich habe eine Dose Katzenfutter gewonnen. Wegen der Tombola? Haben Sie was gewonnen? Leider nur. Dabei habe ich... Und du? Ich habe... Ich muss... Okay. Wohl auch kein Glück in der Tombola gehabt, ha? Huh? Kann man so sagen. Das brauche ich leider nicht. Ja, toll. Ich kann nicht mit leeren Händen zum Portal... Kann ich alles mit allem hier wieder ausprobieren hier? Och, Mann. Vielleicht finde ich jetzt ihre Schuhe da unten. Schuh. Ne, hier geht's nicht weiter. Wo sind jetzt die Vögel? Jetzt sind sie gar nicht da, ne? Jetzt wenn ich eins nicht leiden... Bewegt er sich nicht. Kommen Sie ran! Der Herr, wollen Sie noch mal Ihre Muckis testen? Gibt's was zu gewinnen? Natürlich! Für den Sieger des Abends gibt's einen Pokal. Na, wenn das so ist? Die Frau da nicht mal für mich drauf kloppen. Naja, das war ja schon mal...
nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden ihn vielleicht ganz gut tun, ne? Die wären echt klasse, die Vitamine. Immer dran denken, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ganz toll wären die. Ist hier jetzt was anders? Nein. Nichts. Die Vögel noch mal rufen hier am Baum. Schon alle da, ne? Hm. Verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich wüsste nicht. Ich hab schon genug. Mein Herr? Herr Tan! Die Freude. Ich habe Sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ich habe ein paar Wanderschuhe gewonnen. Sehen Sie mich an. Wohin sollte ich denn noch wandern? Sie hingegen, Herr Tannhauser, wirken wie jemand, den gerne mal die Wanderlust packt. Oh, im gelben Wagen sitz ich beim Schlager. So geht das. Ja, ja. So war das. Und Sie? Hatten Sie Glück mit Ihrem Los? Ich habe das hier gewonnen. Sagen Sie, ist das vielleicht Katzenfutter? Ich frage für meinen Kater Klaus. Er liebt Katzenfutter. Würden Sie vielleicht tauschen? Was schwebt Ihnen vor? Sie überlassen Klaus und mir diese köstliche Dose Katzenfutter und ich schenke Ihnen im Gegenzug dieses neue Paar Wanderschuhe. Größe 48. Also, was meinen Sie dazu? Größe 48. Ja klar. Okay, machen wir es so. Sie werden es nicht bereuen. So. Jetzt habe ich die Schuhe, mit denen ich gehe ich zu der netten, zierlichen Wanderin. Wegen der Tombola? Haben Sie was gewonnen? Leider nur eine Dose Schnupftabak. So ein Reinfall. Dabei habe ich dem ganzen Teufelszeug links. Und du? Haben Sie nicht... Ja, leider. Für dein paar Wanderschuhe würde ich einiges hergeben. Möchtest du zufällig tauschen? Deine Wanderschuhe gegen meinen Schnupftabak. Aber wer will den Schnupftabak? Dankeschön, das ist wirklich nett. Vielleicht der Matrose? Und sogar meine Größe. Ich muss weiter. Okay, und nichts. Endlich die Wild. Ade. Ade. Lass mich nur noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Muss ja er sein. Ahoi! Ich habe Sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ja, diesen Gutschein für eine Bootsfahrt hier. Dabei hasse ich Wasser. Und du? Ich habe das hier gewonnen. Ist das Schnupftabak? Oh Mann, ich liebe Schnupftabak. Oh yeah. Willst du zufällig tauschen? Was stellen Sie sich denn vor? Möchtest du meinen Gutschein haben? Du weißt schon, den für die Bootsfahrt hier auf dem See. Den habe ich bei der Tombola gewonnen. Oh, der ist ja hier vom örtlichen Bootsverleih. Ja, möchtest du ihn?
Okay, machen wir es so. Okay, Hand drauf. Yeah. So, dann gucken wir mal, ob da jetzt einer ist. Ich ein Glück. Wie ist das denn? Schnell hinterher. Sie ist weg! Oh, ist das das Boot? Das sieht aber vertrauenserweckend aus.